Diese Woche werden bei RTL die Tanzschuhe wieder aus dem Schrank geholt. Denn eine neue Staffel Let's Dance flimmert ab Freitag wieder über die TV-Bildschirme. Die 15. Staffel ist dabei nicht nur wegen aufgrund des Jubiläums eine besondere Ausgabe, sondern auch, weil dieses Jahr einige, beliebte Profitänzer ihr Comeback feiern. So ist nach 2 Jahren Pause Ekaterina Leonova endlich wieder mit dabei. Und auch die Fanlieblinge Massimo Sinato und Isabel Edvardsson sind nach einer Familienauszeit im vergangenen Jahr zurück auf der Tanzfläche. Auf 2 andere Let's Dance-Profis müssen die Zuschauer allerdings auch dieses Jahr wieder verzichten, Oana Nechiti und Erich Klann. Oana, die 2013 zum Let's Dance-Cast dazukam, war 2018 an der Seite von Bela Klenze das letzte Mal in der Show zu sehen. Ihr Mann Erich verabschiedete sich 2020 nach 9 Jahren von Let's Dance. Die beiden haben auch nicht vor, wieder zu dem RTL-Tanzformat zurückzukehren, zumindest nicht als Profitänzer. Erich Klann schießt gegen Joachim Jambi. Oana Nechiti und Erich Klann sind nicht nur verlobt, sondern haben auch einen gemeinsamen Sohn, der bald ein großer Bruder sein wird. Oana ist aktuell nämlich zum 2. Mal schwanger. Ihre Kinder sind auch der Grund, warum das Paar ein Let's Dance Comeback als Tänzer ausschließen. Im Interview mit Express erklärt Erich, jeder, der Kinder hat, weiß, dass Kinder die Aufmerksamkeit beider Eltern brauchen und die 3 bis 4 Monate, die man als Profitänzer fehlt, kann man nicht einfach wieder aufholen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Oana und Erich mit dem Kapitel Let's Dance abgeschlossen haben. Denn in dem Gespräch fügt zumindest Erich hinzu, dass er sich eine Rückkehr als Jurorin vorstellen könnte. Ein Juryjob ließe sich um ein Vielfaches besser mit dem Familienleben vereinbaren, macht der 34-Jährige deutlich. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum Erich gerne hinterm Jurypult von Let's Dance Platz nehmen würde. Ich hätte tatsächlich mal Lust, eine andere Meinung zu repräsentieren. Oftmals sind die Meinungen gleich und wie abgesprochen. Alle sagen Ja und Amen zu Jambi.